Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach einer Meinungsumfrage von Infratest DIMAP stimmen 61% der Bundesbürger der Aussage zu, unsere Demokratie ist keine echte Demokratie, da die Wirtschaft und nicht die Wähler das Sagen haben. Und Abkommen wie CETA, wie TTIP, wie TISA, die sind der Grund dafür, dass die Menschen das inzwischen glauben. Mächtige Lobbyorganisationen diktieren der Politik doch längst die Marschrichtung bei diesen Verhandlungen. Und deshalb gibt es auch massiven Widerstand gegen diese Pläne. Wir Piraten sind mitnichten für Protektionismus oder für Abschottung, Herr Kollege Vogt. Aber CETA ist doch gerade kein klassisches Freihandelsabkommen, sondern vielmehr der Versuch, tief in Demokratie und in Rechtsstaat einzugreifen. Und weil Sie danach fragen, wer neben uns steht, viele wissen doch, dass Verbraucherschutzorganisationen Sturm laufen gegen dieses Abkommen, dass die Gewerkschaften warnen, dass es Privatisierung begünstigt, Rekommunalisierung erschwert, dass die Nachbesserungen die Kritik nicht beseitigen, dass Umweltschutzorganisationen warnen, dass das Vorsorgeprinzip ausgehöhlt wird, dass sogar der konservative Richterbund warnt vor diesem Sondergericht, was hier eingerichtet werden soll und dessen Richterinnen und Richter nicht annähernd unabhängig sein sollen, wie es zum rechtsstaatlichen Standard gehört. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in unserem Land haben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer schon über 18.000 Unterschriften gesammelt für eine Volksinitiative Schleswig-Holstein Stopp CETA, und dafür sollten wir Ihnen alle herzlich danken. Denn wo die Konzerne die Politik im Griff haben, da hilft nur noch die direkte Demokratie. Deswegen stehen wir Piraten auch für regelmäßige Volksabstimmungen hier im Norden, und wir brauchen bundesweite Volksentscheide über solche Entscheidungen wie CETA, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr Versprechen von Wohlstand und Arbeitsplätzen hat sich doch schon bei dem amerikanischen NAFTA-Abkommen in Luft aufgelöst, wie alle Zahlen zeigen. Und auch hierzulande hätten gerade kleine und mittelständische Betriebe nichts davon von einem solchen Abkommen. Die warnen umgekehrt davon. Lesen Sie mal das, was Organisationen wie Mittelständler gegen TTIP und CETA schreiben. Wir wollen die Globalisierung mitgestalten, aber bitte schön hier im Parlament und nicht in geheimen Verhandlungen, die von Lobbyisten mit beeinflusst werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Viele Bürger wissen gar nicht, dass, obwohl das Abkommen unterzeichnet ist und obwohl es vom EU-Parlament durchgewunken werden wird von den Genossen der Bossen und CDU und Liberalen, dass trotzdem die Sache noch lange nicht gelaufen ist, denn der deutsche Bundesrat kann dieses Abkommen aufhalten, die deutschen Bundesländer. Und da fragen sich unsere Bürger natürlich, wie wird denn Schleswig-Holstein abstimmen darüber im Bundesrat? Und darauf haben Sie bis heute keine Antwort bekommen. Wir haben die Landesregierung gefragt, und die Landesregierung sagt, sie positioniert sich nicht dazu, bevor der formale Prozess nicht begonnen hat. Das heißt, Sie wollen bis nach der Wahl hinauszögern die Festlegung Ihres Abstimmungsverhaltens, und die Wähler sollen die Katze im Sack kaufen. Das werden die Bürger Ihnen nicht durchgehen lassen, diese Vogelstrauß-Politik. Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm bloß eine Enthaltung. Das SPD-Wahlprogramm äußert sich gar nicht. Und das heißt, die Entscheidung über unseren Antrag, Nein zu CETA zu sagen, wird verschleppt seit Monaten, seit letztem Sommer. Heute wissen wir, nachdem wie sich die SPD positioniert, offensichtlich ist auch ein Ja zu CETA diskutabel in den nächsten Koalitionsverhandlungen. Ich habe auch nicht gehört von den Grünen, dass sie es zur Bedingung für eine neue Koalition machen, ein Nein zu CETA oder zumindest eine Enthaltung. Nichts legen sie vor, alles ist offen, und meine Befürchtung ist, Herr Albig wird sich wie bei der Pkw-Maut wieder kaufen lassen durch einen Anruf bei Sigmar Gabriel, der ihm bei der Pkw-Maut Subventionen versprochen hatte. Damit haben die Wähler am 7. Mai eine klare Wahl. Wer ein klares Nein zu CETA will, wählt Piraten. Wer ein klares Ja will, wählt FDP und CDU. Und wer ein rot-grün-blaues Schauen wir mal will, der kann dann SPD oder Grüne wählen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kann nur sagen, gegen CETA wehren sich Millionen von Europäerinnen und Europäern, die nicht wollen,
dass die Profitinteressen weniger auf Kosten aller gehen sollen. Und uns Piraten haben Sie dabei auf Ihrer Seite.